Oh, wieder der Heme. Ich wollte gerade sagen, bitte nicht irgendwie jetzt Spielabbruch oder sonst was. Lust auf einen Raubzug? Nee, wir haben ja gerade gemacht. Okay. Geh mal kurz in die Quest rein. Also Güteprüfung. Das habe ich schon gemacht. Ich habe ja schon alles durchgeprügelt. Kriegsvorbereitung, Kriegsspiele. Ja, Urlaub müsste ich noch machen. Ich weiß. Da verliere ich jedes Mal. Das ist jetzt auch mein. Interessant. Also hier ist ja das Schwein, ne? Das Schwein ist ja dann da vorne, der Kollege. Das war jetzt also, du musst auf Reisen gehen. Das heißt, ich kann einfach gehen, dann hört das weg. Also geht das weg, dann muss ich nichts mehr machen. Was muss ich jetzt hier machen? Ein Festmahl und ein paar Heldentaten sollten alle in die richtige Stimmung bringen. So, was braucht man zum Festmahl? Sachen zum Essen. Ich habe wohl noch einiges zu tun, um Körper und Verstand zu stehlen, ehe wir ferne Küsten überfallen können. Okay. Das ist auch nicht schlecht. So, das heißt, ich muss jetzt irgendwie auf Jagd gehen, oder was? Hier steht hier einfach, Norwegen ist da auch. Hier sind nämlich die Schweinchen, genau, die muss man wieder einfangen. Kriegsbrief 1, Kaiser Karl, der Dritte seines Namens und Standes. Sein Volk wird er nichts als Schande bringen. Ein Herrscher, der den Feind lieber kauft. Geerbte, unverdiente Königreiche. Das Fett wird ihm abgeschnitten. Weil das habe ich doch, glaube ich, auch schon mal gemacht, ne? Lass uns spielen. Nee. Mach ich gleich. So, 2. Der fränkische Herr ist zu weit verteilt. Sie können die Küste im Norden nicht abdecken. Schlag jetzt zu, bevor sie sich sammeln und den Blick aufs Wasser richten. Genau, und das dritte war doch hier vorne irgendwo. Das meine ich doch. Das habe ich doch schon gemacht. Kriegsbrief 3. Die Zeit der Raubzüge beginnt nun. Ich hörte von neuen Flüssen in den Landen zum Westen und Süden. Hol dir, was du verdienst, und wir sehen uns in der Methalle. Genau. No. So, das ist sie. Das ist das. Also gehe ich jetzt jagen. Norweg, kann ich jetzt auch nichts machen. Ja, Ölök. Ölök. Was ist denn hier eigentlich? Oh, ein Steinbrunnen? Was kann man hier alles machen? Okay. Was ich ja. Was ich hier mal alles habe, irgendwann mal eingenommen, mitgemacht. Kleiner Blumenschrein, kleines Holz. Komm, hier das kleine Holzschwein. Nehmen wir das kleine Holzschwein hier. Ja. Passt auch ganz gut zu gegenüber da mit den drei Schweinchen. Jetzt soll ich mit Pfeil und Bogen wahrscheinlich hier in die Natur wandern. Oder auch mit dem Fettchen. Die Frage ist, was ich alles fangen soll, tun muss. Was gehört denn zum Festmahl? Hase? Reh? Das ist auch toll, dass hier gerade nichts in der Nähe ist, dass ich jetzt wahrscheinlich hier durch die Gegend reiten darf ohne Ende, ne? Und zeigt euch mal. Ich werde jetzt nicht nach ganz England rumreisen und dementsprechend, wo ich gegebenenfalls noch weiß,
was rumturnt, die Tiere einfangen. Muss da was in der Nähe sein. Unglaublich. Da. Hallo, wo rennst du denn hin, Mensch? So, der Rest macht eigentlich genau mein Freund, weil das sieht jetzt erst so. Ich will natürlich jetzt auch ein bisschen ruhig sein, ne? Auch bin ich eigentlich ruhig, ist eigentlich vollkommen wunder, die Tiere hören mich eh nicht, aber das Reiten natürlich. Das ist jetzt hier so ein bisschen wie Call of the Wild, wa? Oder wie, nee, nicht Call of the Wild, wie heißt denn das hier? Wo ich jagen darf. Ist das Call of the Wild? Ich weiß ja schon gar nicht mehr. Hab das auch nie gespielt. Also einen Fuchs habe ich schon mal. Das wäre übrigens aber auch geil gemacht gewesen, wenn sie gesagt hätten, du musst wirklich durch ganz Engländerland umherreisen und sammeln. Warum ist hier nichts? Da. Oder? Ne, da ist nichts. Das sind wieder nur Pfützen. Hm. Oh, das kann jetzt was werden. 3 Stunden später, immer noch auf der Suche nach den passenden Tieren. Vor allem, dass hier noch nicht mal mehr ein Reh rumturnt in der Nähe. Wir haben meine Kameraden aus der Siedlung hier schon alles weggejagt, dass erstmal in der näheren Umgebung nichts mehr zu finden ist, oder was? Okay. Schwer zu fangen, das Eichhörnchen. Das ist ein Eichhörnchen da. Ernsthaft? Was ist denn das? Aha. Was geht denn hier ab? Hallöchen. Lesen. Schreien des Allvaters. Allvater, wir bieten dir diese Gabe für deinen Schutz und für unsere Reisen, ob zur See oder auf festen Boden. Ah. Ich wollte gerade sagen, läuft da ein Bär, aber das ist auch wieder nur eine Kur. Oh, Entschuldigung, Omi. Ich weiß, dass du gerade deinen Enkel unterrichtet hast oder irgendwas erzählt hast. Ich habe dich leider gerade ein bisschen wehgetan. Tut mir leid. Ja, das ist doch wohl nicht wahr, ey. Also gleich reise ich hier wirklich durch England und hole mir dementsprechend wohl, was ist die Tiere. Kann doch nicht sein, dass hier nichts ist. Ist ja nirgendwo was. Also wenn ich jetzt mit einem Fuchs und wenn ich jetzt mit 2 Füchsen da oder so ankomme, ne? Mit 2 Füchsen da oder 3 Füchsen jetzt ankomme, ne? Und da zum Festmahl. Ich glaube, die denken, ich bin nicht ganz frisch.
Ja, also hier sind schon mal ein paar Füchse. Wie sind wir hier noch einen Fuchsjagd machen? Abgesehen davon, dass ich vielleicht mal auch besser zielen sollte. Oh Mensch, der war so schön nah. Ich bin. Den haben wir. Wo ist er denn? Da. So, und den. Okay, den brauchte ich jetzt noch nicht. Manche kriege ich ganz gut gezielt und manche überhaupt nicht, wa? So. Ich würde gerne auch was anderes fangen, außer nur hier die Füchse. Nee, wenn ich dem ich wollte gerade sagen, das würde mich jetzt auch wundern, wenn das gehen würde. Ich dem Landwirt jetzt hier auch noch ein Schaf wegschieße, dann ne, ist auch nicht schön. Ist auch nicht wahr hier. Aber wie weit bin ich eigentlich schon zu rechten? Raid. Otaria. Alter, was? Das habe ich ja alles abgesucht und habe hier nichts gefunden? Boah, Alter, ist traurig. Ich danke, Otaria. Ich habe, wie gesagt, keine Alerts an, weil irgendwie lohnt sich das nicht so richtig bei mir. Aber danke nochmal. Hoffentlich alles gut und gesund. Ich versuche gerade hier zu jagen. Find aber irgendwie kein Bild. Das ist so peinlich, Alter. Es ist so peinlich. Oder traurig, eins von beiden. Aber mir fällt noch was anderes ein. Geht das eigentlich? Oh, warte mal, das geht doch. Scheint, als koche das Wasser. Komm, gut. Komm, Kiranda. Ja. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht, ey. Und sauer. Schön Fisch. Sehr schön. Wo haben. Oh Gott, Alter, das ist hier so am Spielen. Da. Haben wir da was? Na komm. Und siehst du mal, auch einen zweiten Fisch noch. Das ist sehr schön. Also ich habe schon mal zwei Fische gemacht. Das ist toll. Ey. So. Wissen doch. Wo gibt denn hier noch Rehe, Alter? Der anderen Seite vom Dorf, ne? So, ich bin mal wieder zu Hause, nachdem ich jetzt hier gerade wie ein Irrer
hier ein Gebiet abgesucht habe und nichts gefunden habe. So, den River Raid habe ich gemacht. Die Jagd habe ich so ein bisschen schon gemacht. Aber ich bin noch nicht zufrieden mit der Jagd. Also mindestens einen Hirsch will ich noch haben. Fisch habe ich. Füchse habe ich. Ja, so ein Hirsch wäre noch. Ja, das wäre so, was ich noch haben will, genau. Glaube hier war das irgendwo. Mal gucken. Hey! Ist alles gut, Mensch, nichts passiert. Oder meine Kameraden hier aus dem Dorf haben schon alles hier in der Nähe so weggeräubert, dass wir weiter weg müssen. Einmal durch ganz Englerland, um zu gucken, ob wir was finden. Oh komm. Das gehört noch zum Festmahl. Ja, danke. Oh, da haben wir eine Hirschkuh gekriegt. Das Einzige, was ich auch schade finde, dass das irgendwie nicht erklärt ist, also von der Quest. Pass mal auf, du musst das und das holen. Da steht ja nur, mach ein Festmahl. Mit den drei Schweinen, also mit den Schweinen, das war okay. Da stand das ja. Dann von wegen, wir müssen Vorräte ansammeln. Das war auch relativ klar, weil das bedeutet, wir müssen einmal irgendwie einen Flussraubzug machen, damit wir irgendwie noch ein bisschen Vorräte haben. Aber hier mit dem... Da unten ist was. Oh, da ist sogar zwei. Das ist doch hier mal wenigstens. Haben wir hier ein Weidegebiet, wo ich sagen kann, hello. Komm aus dem Busch, Mensch. Wo ist denn hier? Ja, nichts im Busch oder was? Ja. Da haben wir noch einen. So. Ich würde mal sagen, das hat sich jetzt gelohnt hier, die Ecke. Hätte ich vorher gleich wissen sollen. So. Gefühlt gleich ein, kann man das, ne, Herde, weiß ich gar nicht, wie nennt man, oh, guck mal, weiß gar nicht, kann man das Herde nennen? Oh, hier, ne, I love the sky, ey, das ist unglaublich, ey. I love the sky. Oh nee, ne? So, wie ich das jetzt verstehe, ist hier eigentlich nichts mehr.
jetzt. Ich hab nach Hause. Ja, online vielleicht, wie ja klar gewesen. Zurück zu den Festlichkeiten. Also ich habe jetzt ordentlich was abgeliefert, würde ich mal sagen, ne? Also wer mir jetzt sagt, ich habe das nicht gemacht. Nee. Festmahl und ein paar Heldentaten sollten alle in die richtige Stimmung bringen. Okay. Ich krieg die Motten. Der kriegt vorbereitet. Hilfe in Kriegsverwaltung. Ja, hab ich da gemacht. So. Ah. Beim Langhaus. Okay. Da hätte ich hingemusst. Also zur großen Bude. Und ich muss mich noch tätowieren lassen. Okay. Das kriege ich auch noch hin. Ich hoffe mal, dass das ausreicht. Übrigens ist das allererste Mal, dass ich das mache. Ich überlege, wie viel Spielstunden ich da schon habe. Das heißt, es müsste jetzt besser werden und dann müssen wir uns noch tätowieren lassen. Die Kampfstärkung. Wer geht hier? Gut. Scheinbar waren die Sachen, die ich geholt habe, für die Leute sehr zufriedenstellend. Das? Ach nee, das ist ja nichts. So, tätowieren soll ich mich auch noch. Der Tätowierer tont doch hier irgendwo rum, ne? Das war Haysims Bude, das ist Dings. Denn der Tätowierer oder die Tätowiererin? Kann man das glauben, dass ich das gerade nicht mehr weiß? Nee, das ist hier, glaube ich, die. Pferde, das ist der römische, das ist die Bude, das ist die Bude, das ist die, das ist Bootsbauer, das ist Korn, das musst du dann eigentlich, wofür ist denn die Bude, die macht irgendwie Stoff. Das ist der Viehhof. Das ist. Ach, der Kartenmacher, genau. So, das ist Satan. Sage mal, wo ist denn bitte die Tätowiererin? Ich komme ja gerade vor wie ein Volldepp. Jetzt mal ernsthaft, ne? Fisch.
Sag mal, die war doch hier unten, oder? Oh Gott! Voll dran vorbeigelaufen. Das Übliche.